mein Leben ist verbraucht, so wie eine alte Karre unter großen Schwierigkeiten zusammengehalten wird. So funktioniert der Körper des Tathagata nur noch mit Unterstützung. Tathagata ist ein anderes Wort, um den Buddha zu bezeichnen. Gata heißt gehen und Tata heißt so. Also der so gegangene ist es auf wörtlich übersetzt. Aber es bedeutet einfach nur ein Erleuchteter. Aber es ist eine Art, wie der Buddha sich selbst bezeichnet hat. Nur wenn der Tathagata äußere Dinge nicht beachtend mit dem Aufhören der Empfindungen sich dem Nibbana-Element zuwendet und darin verweilt, dann fühlt sich sein Körper angenehm an. Was er hier sagt, ist, dass er mit 80 Jahren körperliche Schwierigkeiten hat. Er vergleicht es mit einer alten Karre, die irgendwie zusammengehalten werden muss. Aber in der Meditation kann er sich dem Nibbana-Element zuwenden. Das Nibbana-Element ist natürlich nur für einen Erleuchteten möglich und dann fühlt er die Unannehmlichkeiten des Körpers nicht. Und nun ergibt er Anweisungen. Und zwar gibt er diese Anweisungen an Ananda. Ananda war sein Cousin und auch, er war 25 Jahre lang der Aufwärter des Buddhas. Er hatte also eine ganz enge Beziehung. Er liebte den Buddha ganz besonders und hatte auch mit ihm eine Vereinbarung geschlossen, dass er alle Lehrreden mit anhören dürfte. Und sollte er mal eine verpassen, dann würde der Buddha sie ihm wiederholen und dass er alle Fragen stellen könnte. Und hier spricht der Buddha zueinander und viele, viele Lehrreden sind Antworten auf Fragen voneinander, sodass einander die zweitwichtigste Persönlichkeit im ganzen Pali kennen ist. Daher, einander, seid euch selbst eine Insel. Euch selbst eine Zuflucht. Sucht keine äußere Zuflucht. Mit dem Dhamma als eure Insel, dem Dhamma als eure Zuflucht, sucht keine andere Zuflucht. Das Dhamma ist die Lehre des Buddhas. Es bedeutet aber auch das Gesetz, das Naturgesetz und die absolute Wahrheit. Also was er hier sagt, ist, dass man sich selbst eine Insel sein soll. Und wie einander ist man eine Insel für sich selber und sucht keine äußere Zuflucht? Mit dem Dhamma als seine Insel, dem Dhamma als seine Zuflucht und sucht keine andere Zuflucht? Also jetzt will er erklären, wie man das macht, was ja das Wichtigste ist. Und das ist die Besonderheit der Lehre des Buddhas, dass er nicht nur sagt, was man machen soll. Das haben wir schon von Kindheit an gehört. Nein, er sagt auch, wie man es machen soll. Und da er sagt, wie man es machen soll, liegt es einzig und allein an uns selbst, ob wir oder nicht. Es ist überhaupt gar keine Frage, dass es erklärt wird, wie. Aber dann ist es der eigene Wille. Wenn man bei der Betrachtung des Körpers beim Körper weilt, ernsthaft, wissensklar und achtsam, nachdem man Verlangen und Kummer hinsichtlich der Welt überwunden hat, wenn man bei der Betrachtung der Gefühle, bei den Gefühlen weilt, des Geistes beim Geist, der Geistesobjekte bei den Geistesobjekten, ernsthaft, wissensklar und achtsam, nachdem man Verlangen und Kummer hinsichtlich der Welt überwunden hat, dann wahrlich ist man eine Insel für sich selber, eine Zuflucht für sich selber und sucht keine äußere Zuflucht. Man hat dann das Dhamma als seine Insel, das Dhamma als seine Zuflucht und sucht keine andere Zuflucht. Diejenigen, die jetzt oder nachdem ich gegangen bin, sich selbst eine Insel sind, sich selbst eine Zuflucht und keine andere Zuflucht suchen,
die das Damm als ihre Insel und Zuflucht haben und keine andere Zuflucht suchen, diese werden die höchsten Resultate erzielen, wenn sie den Wunsch zum Lernenden haben. Und der Erleuchtete sprach: Hört nun, ihr Übenden, ich ermahne euch, vergänglich sind alle Erscheinungen, bemüht euch fleißig und ernsthaft. Dies waren die letzten Worte des Buddha. Bevor wir uns mit den allerletzten Worten des Buddhas beschäftigen, die ich eben gelesen habe, wollen wir uns damit beschäftigen, was es bedeutet, sich selbst eine Insel zu sein, sich selbst eine Zuflucht zu sein. Es ist so, dass wir alle sehr häufig und besonders ernsthaft Hilfe von außen suchen. Und das wird, so wie ich es sehe, immer stärker. Man weiß selber nicht mehr weiter, man muss irgendjemanden haben, der es einem erklärt. Und es sind ganze Berufskategorien auf diese Art und Weise erfunden worden, die es zum Beispiel in meiner Jugend überhaupt nicht gab. Und jetzt sind das ganz wichtige Berufskategorien, wo man nicht nur sein Leben verdient, sondern diejenigen, die sich die zunutze machen, dafür bezahlen müssen, wenn sie sich da Ratschläge geben lassen, wenn ihnen jemand zuhört. Und der Buddha hat das nicht für den geeigneten Weg gehalten, wie man aus diesen Worten erkennen kann. Man soll sich selbst eine Zuflucht sein. Man kann selbst sich selbst eine Insel werden. Und man braucht nichts von außen. Man sucht keine andere Zuflucht. Man braucht nichts, was eine äußere Zuflucht ist, so wie es hier erwähnt wird. Man muss dabei aber ernsthaft, wissensklar und achtsam sein. Das sind die Vorbedingungen. Ernsthaft ist, man muss spirituelle Wachstum ernst nehmen und sich nicht darauf verlassen, dass ein anderer für einen macht. Das kann nämlich kein anderer machen. Denn die, die es für einen versuchen zu machen, die müssen es ja auch selber machen. Ne? Und wenn sie wirklich damit so weit gekommen sind, wie man hoffen würde, dann würden sie auch erkennen, dass man es selbst machen muss. Also sich auf andere zu verlassen, ist ein Abhängigkeitssyndrom. Und in diesem Abhängigkeitssyndrom ist genau das Gegenteil von Freiheit. Und der Buddha hat uns Freiheit versprochen. Es ist möglich, frei zu werden, vollkommen ohne Druck, ohne Stress. Aber nicht, wenn wir uns von anderen abhängig machen. Abhängig machen in jeder Beziehung, von ihren Emotionen, von ihren Ratschlägen, von ihren Wissen, sondern wir können es alles selber. Jeder hat genauso viel Weisheit und Güte und Klarheit in sich selber wie der Nächste. Wir müssen nur rankommen. Aber dazu muss man sich bemühen. Und sich auf andere zu verlassen, ist ein fehlendes Selbstbemühen. Nun ist es vielleicht nicht jedem möglich, sich so zu bemühen, weil er sich noch nie so bemüht hat. Das heißt also, es fehlt ihm die nötigen Vorbedingungen. Ernsthaft das spirituelle Wachstum zu betreiben. Wenn einem die nötigen Vorbedingungen fehlen, dann muss man versuchen, andere zu finden, die haben das vielleicht dann für einen sagen, das ist für ein Tun oder Erklären. Aber die beiden nächsten Worte sind noch bedeutsamer, wissensklar und achtsam. Und das ist, was hier beschrieben wird, die Achtsamkeit. Und ohne die Achtsamkeit gibt es kein inneres Wachstum, gibt es keinen spirituellen Weg. Achtsamkeit bedeutet, auf sich selbst aufzupassen, sich selbst zu erkennen und zu wissen, was in einem innerlich vorgeht. Aber nicht das, was außen passiert, dafür verantwortlich zu machen. Das ist der größte Fehler, der immer wieder gemacht wird. Irgendjemand muss doch dran schuld sein, denn im Prinzip bin ich doch nur aufs Gute bedacht.
Ja, das stimmt. Der letzte Teil des Satzes stimmt, aber nicht der erste Teil. Der letzte Teil stimmt. Im Prinzip möchte ich nur das Gute. Aber dass jemand daran Schuld hat, dass ich doch das Schlechte tue, das stimmt nicht. Es sind einfach unsere Tendenzen, mit denen wir geboren werden. Wir haben gute und schlechte. Und wenn wir das nicht wissen und nicht erkennen und uns nicht immer wieder tagtäglich von Moment zu Moment bemühen, die Schlechten fallen zu lassen und die Guten zu entwickeln, dann kommen natürlich ständig beide zum Vorschein, die Guten und die Schlechten. Und wenn man das auf 50% für beide halbe halbe reduzieren kann, so hat man noch Glück. Im Allgemeinen fällt es meisten Menschen leichter zu verurteilen, sich zu ärgern, abzulehnen, negativ zu denken, als liebevoll und hilfreich zu sein. Aber wenn man es aber halbe halbe macht, so hat man schon wenigstens eine gute Vorbedingung. Achtsamkeit wird hier erklärt. Es gibt ganz lange Lehrreden über die Achtsamkeit. Die Satipatthana und die Mahasatipatthana Sutta, wo es noch viel deutlicher erklärt wird. Aber hier ist genügend erklärt, sodass man erstmal, wenn man gerne möchte, einen Zugang dazu bekommen kann. Es stimmt vollkommen, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Das, was er gerne möchte, davon glaubt er, ins Himmelreich zu kommen. Das heißt, hier auf Erden natürlich, sein Paradies. Wenn er dann doch nicht hingekommen ist, dann möchte er was anderes. Und dann funktioniert es wieder nicht. Und dann sucht man sich wieder, denkt man sich wieder was anderes aus. Aber wenn das, was einem wirklich beglücken kann und ein inneres Paradies schaffen kann, mit irgendwelchen Schwierigkeiten verbunden ist, so lassen die meisten Menschen die Hände davon. Dieser Weg ist mit Schwierigkeiten verbunden. Aber nicht mit äußeren Schwierigkeiten, sondern nur mit inneren. Bedeutet nicht, dass wir nun Lasten schleppen müssen, körperliche Schwierigkeiten, nein, es ist mit inneren Schwierigkeiten verbunden. Und nur derjenige geht diesen Weg, der seine inneren Schwierigkeiten bereits erkannt hat und gesehen hat, dass die ganzen Dinge, die äußere Zuflucht bieten, diese inneren Schwierigkeiten auch nicht wegnehmen. Erst der Moment bringt einen dazu, sich wirklich damit zu beschäftigen, ernsthaft. Ernsthaft und hingegeben. Hingegeben so, als ob man diese Praxis liebend umarmt. Denn nur dann kann der Geist sich auch danach ausrichten. Wenn das Herz nicht mitspricht, dann sind wir nur halb dabei. Wenn es ein Gefühl ist, der Hingabe, das Vertrauen, kein blinder Glaube, sondern Vertrauen, dass es etwas gibt, was alle Schwierigkeiten übertreffen kann, erst dann können wir so viel Hingabe haben, dass wir ernsthaft praktizieren können. Und ernsthaft praktiziert bedeutet tagtäglich von morgens bis abends. Bedeutet aber nicht, dass wir tagtäglich von morgens bis abends auf so einem kleinen Kissen sitzen. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Praktizieren bedeutet Achtsamkeit. Und die ist hier ganz deutlich erklärt. Und zwar fängt es damit an, wenn man bei der Betrachtung des Körpers beim Körper weilt, ernsthaft, wissensklar und achtsam, nachdem man Verlangen und Kummer hinsichtlich der Welt überwunden hat. Verlangen und Kummer sind zwei Worte, die eigentlich Gier und Hass bedeuten. Das Verlangen ist die Gier und Kummer ist der Hass. Hass und Gier sind die beiden Kategorien, mit denen wir ständig zu tun haben. Hier sind sie mit Verlangen und Kummer bezeichnet. Man kann sie auf jede Art und Weise bezeichnen. Man kann sie zum Beispiel bezeichnen mit haben wollen und nicht haben wollen.
hört sich dann nicht ganz so entsetzlich an wie Hass und Gier, aber Hass und Gier sind einfach Überschriften. Und um wirklich achtsam zu sein, das heißt also objektiv sich selbst betrachten zu können, darf man zu der Zeit weder Verlangen nach etwas anderem haben, dass es anders sein sollte, als es eigentlich ist, und Kummer haben, dass es so ist, wie es ist, sondern objektiv betrachten. Das muss man lernen. Das kann kaum jemand von selbst. Das ist nicht einfach, aber absolut erlernbar und dauert nicht sehr lange, bis man das gelernt hat. Sich selbst einmal sozusagen als ein Laboratorium anzusehen, wo der Körper in diesem Fall, der hier angeschnitten wird, das Experiment ist und der Geist ist der Wissenschaftler, der sich die Sache beguckt. Wenn man aber zum Beispiel irgendwelche Schmerzen hat und sofort sie ablehnt und sofort darüber unglücklich wird, dann hat man Kummer und Verlangen. Man verlangt, dass sie weggehen, und man hat Kummer, dass sie da sind. Dann kann man es sich nicht mehr anschauen. Wenn man aber das nicht tut, dann kann man seine eigenen Reaktionen betrachten. Und dann weiß man, dass das Wichtigste in dem Moment überhaupt, allgemein im ganzen Leben, für einen ist, dass man es angenehm hat. Die meisten Menschen glauben, dass sie irgendeine Garantie bei ihrer Geburt bekommen haben, vor allen Dingen in einer Wohlstandsgesellschaft wie in dieser, dass sie es immer angenehm haben sollen. Und das ist der größte Wahnsinn, weil man es natürlich nicht immer angenehm hat. Und daher fast die ganze Zeit auf der Suche ist nach was Angenehmem. Und das ist so eine Zeitverschwendung. Wir kriegen beides. Wir kriegen das Angenehme und das Unangenehme. Wir müssen uns nicht unbedingt unsere Zeit damit verschwenden, das Angenehme zu suchen. Es ist nicht nur eine Zeitverschwendung, es ist auch eine Energieverschwendung. Und es ist eine falsche Ansicht. Keiner hat uns versprochen, dass wir es immer angenehm haben werden. Solange man so einen Körper hat, wie wir ihn haben, ist es unmöglich, es immer angenehm zu haben. Sogar in der Jugend. In der Jugend ist es einfacher. Aber wir lesen gerade hier, dass der Buddha mit 80 Jahren es auch nicht mehr angenehm hatte. Also wenn ein Erleuchteter es nicht mehr angenehm hat mit dem Körper, wieso glauben wir, dass wir es haben müssten? Der Unterschied ist, und so hat der Buddha es ausgedrückt, dass ein Erleuchteter einen Pfeil hat, der ihn trifft. Und ein unerleuchteter Mensch, ein gewöhnlicher Mensch, so wie wir es sind, zwei. Der eine Pfeil, der den Erleuchteten trifft, sind die Unannehmlichkeiten des Körpers. Die zwei Pfeile, die den Unerleuchteten treffen, sind die Unannehmlichkeiten des Körpers und der Geist, der darauf reagiert. Ich mag es nicht, ich will es nicht, ich kann nicht, ich möchte nicht. Alles tut mir weh, muss mich hinlegen, brauche Medizin und so weiter. Das bedeutet nicht, dass der Buddha von Medizin abgeraten hat. Im Gegenteil, interessanterweise hat er etwas als Medizin empfohlen, was ich nur so nebenbei noch sagen möchte, was heutzutage plötzlich wieder aufs Tapet gekommen ist. Man soll seinen eigenen Urin trinken. Gibt es jetzt zu lesen in verschiedenen Gesundheitsmagazinen. Das hat der Buddha sehr empfohlen. Aber auch andere Medizin natürlich. Aber die geistige Reaktion auf das mal nicht angenehm haben, das jetzt erstmal beim Körper vorhanden ist, das bringt so viel Unannehmlichkeiten wieder mit sich, dass manche Menschen, wo der Körper wirklich nicht mehr so gut funktioniert, von morgens bis abends mit nicht anderem beschäftigt sind. Jeder Doktor kann davon ein Lied singen. Meiner erzählt mir sehr häufig, was sich da bei ihm abspielt. Nichts anderes wird gesucht, als es soll angenehm sein. Es kann nicht angenehm sein. Manchmal ja, manchmal nein. Aber die Achtsamkeit auf den Körper ist noch etwas anderes. Die Achtsamkeit auf den Körper bedeutet, dass man sich nicht
mit irgendwelchen Wünschen, Hoffnungen, Plänen immerzu abgibt und Enttäuschungen und Erwartungen, sondern mal genau aufpasst, was man eigentlich macht. Nun gibt es immer wieder in unserem Leben Momente, wo es uns gar nichts anderes übrig bleibt, als aufzupassen, was wir machen. Zum Beispiel beim Autofahren. Wenn man dann aufhört, aufzupassen, was man macht, naja, da hat man wahrscheinlich eine Tragödie. Man muss schon irgendwie aufpassen, was man macht. Wenn man eine Telefonnummer wählt, ja, wenn man nicht aufpasst, was man macht, dann kriegt man eine falsche. Wenn man Kartoffeln schält, wenn man nicht aufpasst, was man macht, schneidet man sich in die Finger. Wenn man einen Beruf ausübt und nicht aufpasst, was man macht, fliegt man raus. Also es sind schon immer wieder tagtägliche Achtsamkeiten vorhanden. Aber was sind das für Achtsamkeiten? Das sind die Achtsamkeiten des Überlebens. Die müssen wir machen. Das sind keine spirituellen Achtsamkeiten, das sind materielle Achtsamkeiten. Aber sie zeigen uns ganz deutlich, dass wir Achtsamkeit können. Es ist da. Wir können es. Wir verwenden es nur nicht. Wir verwenden es nur da, wo wir glauben, wir müssen, damit wir überleben. Unsere Achtsamkeit nur dann zu verwenden, wenn wir überleben wollen, ist auch eine Verschwendung unserer Zeit, denn Überleben schafft sowieso keiner. Also wenn wir Achtsamkeit können und Achtsamkeit in uns haben, dann müssen wir mal anfangen, wenn wir Interesse am spirituellen Leben haben, uns mit spiritueller Achtsamkeit abzugeben. Und die geht einen bedeutsamen Schritt weiter als diese, die ich bis jetzt erwähnt habe, diese materielle alltägliche Achtsamkeit, die wir brauchen, um überhaupt zu überleben. Bei der Achtsamkeit auf dem Körper geht es darum, auf dem spirituellen Weg, dass wir erstens einmal merken, ganz deutlich merken, dass jede Bewegung, die wir ausüben, vergänglich ist. Sollte sie nicht vergänglich sein, dann würden wir sozusagen zu einer Salzsäule erstarren. Und da wir ja das nicht vorhaben, oder etwas Ähnliches, oder bewusstlos werden, so muss jede Bewegung vergänglich sein. Sie hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und wenn wir das einmal merken, anhand unserer Achtsamkeit auf den Körper, dann bedeutend wirklich merken und nachvollziehen und nicht den Geist erlauben zu sagen, naja, nur all sowas, also es ist vergänglich, das schadet ja auch nichts. Auch das ist natürlich möglich, sondern uns mal wirklich da hineinbegeben in diese Vergänglichkeit von jeder Bewegung, die wir je gemacht haben und die wir machen, dann wird uns auch ganz klar, dass im Körper selbst ständige Bewegung herrscht. Der Atem, vergänglich. Einatmen, ausatmen, schon vorbei. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann 2 Minuten tot. Herz, pochen, Anfang, Mitte, Ende. Wenn es nicht so ist, sind wir ganz schnell tot, in unter einer Minute. Blut kursiert, Zellen zerfallen. Die Achtsamkeit auf die Vergänglichkeit unserer Körperbewegung dürfte uns eventuell eines Tages dahin führen, diese Vergänglichkeit in uns zu spüren. Und das würde uns helfen, die Kompaktheit und Solidität des Körpers, den wir Ich nennen, in Zweifel zu setzen. Und wenn wir das tun, kommen wir der absoluten Wahrheit etwas näher. Denn er ist weder kompakt noch solide, obwohl er sich so anfühlt. Das ist nichts anderes wie das Erdelement, was wir da spüren. Wir bestehen aber, interessanterweise, sowas, was jeder weiß, aus beinahe 80% Wasser. Und Wasser kann nie ruhig bleiben. Und dennoch glauben wir sind nur ganz so solide Einheit. Wir sitzen da ganz solide da. Optische Täuschung. Ohne Achtsamkeit überhaupt nie zu erkennen. Dabei haben wir es alle in der Schule gelernt, wissen wir alle. Aber das haben wir natürlich längst vergessen, weil wir es gar nicht wissen wollen.
Wir wollen ja gar nicht Vergänglichkeit wissen. Wir wollen ja solide sein. Und was passiert da? Was passiert, wenn wir es nicht wissen wollen, obwohl wir es alle wissen, dass wir auch über unseren Tod nichts wissen wollen? Denn das zeigt uns ja unsere Vergänglichkeit. Und dennoch wissen wir es alle. Also da können wir schon erst einmal sehen, dass wir uns mit einer Vogel-Strauß-Politik beschäftigen. Und in dieser Vogel-Strauß-Politik die Dinge für wichtig halten, die gar nicht wichtig sind. Und die Dinge, die wirklich wichtig sind, im Sand vergraben. Wenn wir uns einmal mit spiritueller Achtsamkeit beschäftigen, so in der Art, wie ich es eben gesagt habe, und nur als Anfang mal feststellen, wie vergänglich jede Bewegung ist, dann kommt automatisch das Verständnis dafür, wie vergänglich überhaupt Atmen, Herzschlag, Blut, Zellen, Körper, alles, was an uns sozusagen solide und kompakt aussieht, wirklich ist. Und dann fühlen wir uns viel durchlässiger. Da haben wir nicht mehr dieses Gefühl, dass hier bin ich und ich muss diesen Platz einnehmen und ich muss auf diesem Platz, den ich einnehme, auch unterstützt werden. Das sind alles Ideen, die aus einer falschen Sicht kommen. Und diese falsche Sicht ist ganz einfach aufzugeben. Aber nur, wenn man will. Wenn einem das eigene Dukkha bedeutet alles, was nicht zufriedenstellend ist, gefällt, keiner gibt zu, dass ihm gefällt. Aber viele Leute hängen sich fest dran, weil es nämlich auch eine Ego-Unterstützung ist. Ich schau nur, wie schlecht es mir geht. Wenn man das macht, dann wird man sich nicht mit spiritueller Achtsamkeit beschäftigen. Dann wird man weitermachen, wie es war. Erst im Moment, wo man erkannt hat, dass das, was man bis jetzt gemacht hat, nicht ganz zufriedenstellend ist, noch nicht mal halb, aber sagen wir mal nicht ganz, dann wird man sich bemühen. Und natürlich geht es andauernd wieder verloren, die Achtsamkeit. Die muss man erlernen. Alles ist erlernbar. Hauptsächlich lernen wir erst einmal die Achtsamkeit bei der Meditation. Ohne Achtsamkeit geht keine Meditation. Wenn wir nicht aufpassen, was wir machen, sitzen wir auf dem Kissen und denken die ganze Zeit und oder dösen oder fantasieren oder planen. Das sind so die am häufigsten vorkommenden Gedankenzustände und Geisteszustände. Jeder kennt sie. Ist nichts Neues. Aber mit Achtsamkeit passiert das dann nicht mehr ganz so häufig. Die Achtsamkeit auf den Körper, die hier also angeschnitten wird, bei der Betrachtung des Körpers beim Körperwald, bedeutet, dass wir erst einmal überhaupt darauf aufpassen, was wir tun. Und damit sind nicht große Taten gemeint, sondern Schuhe anziehen, Schuhe ausziehen, auf die Toilette gehen, Tür zumachen, Tür aufmachen, sich hinsetzen zum Essen, den Löffel in den Mund stecken und so weiter. Frühmorgens beim Aufstehen merken, dass man aus dem Bett steigt. Und sehr häufig sogar aus dem Bett steigt mit einem Gedanken oder und Gefühlen, ach, das kann ja noch gar nicht so spät sein, ist ja furchtbar, schon wieder aufstehen zu müssen, ich würde doch viel lieber noch im Bett liegen und so weiter. Lange Geschichten. Statt aufzupassen, wie man die Beine aus dem Bett nimmt. Da kann einem überhaupt nichts passieren, wenn man darauf aufpasst. Da braucht man sich nicht zu überlegen, was man alles Fürchterliches am Tag noch tun muss, was man am Vortage nicht getan hat. Braucht man sich nicht darüber zu ärgern, dass es so früh ist. Braucht man nichts, überhaupt keinerlei Verlangen oder Kummer mit der Welt. Aufpassen, wie man die Beine aus dem Bett nimmt. Man kann sogar schon damit anfangen, wenn man die Augen aufschlägt. Kann man merken, dass man die Augen aufschlägt. Das gebe ich immer als Übung. Macht nämlich kein Mensch. Kann ich nur empfehlen, mal morgen früh zu probieren. Gar nicht so einfach. Man sollte meinen, jeder weiß, wenn er die Augen aufschlägt. Überhaupt nicht. Mal selber erleben. Die ganzen Anweisungen des Buddhas sind zum Selbsterleben.
Und wenn ich weiß, dass man die Augen aufschlägt, weiß man sofort, dass man nicht achtsam ist. Auf jeden Fall ist das schon ein großer Vorteil. Die meisten Menschen auf dieser Welt wissen überhaupt nicht, dass sie nicht achtsam sind. Die glauben, so wie sie über die Runden kommen, so geht's dann gerade. Und wenn es da mal nicht geht, was ja jedem passiert, irgendwas geht nicht, dann suchen sich einen Sündenbock. Und diese Sündenböcke sind genauso unachtsam und denen geht es genauso schlecht wie einem selber. Haben genauso viele Probleme. Also es lohnt sich überhaupt nicht. Und alles Zeitverschwendung, Energieverschwendung, Gedankenverschwendung, mit denen man nie glücklich wird. Denn was suchen wir denn alle? Alles ein und dasselbe. Glück und Frieden, unabhängig von äußeren Zuständen. Ganz einfach. Und wer hat's? Sollte man jemanden kennen, der es hat, sollte man sich sofort zu diesem Menschen hinbegeben und fragen, wie er es gemacht hat. Im Allgemeinen sind es alles nur Worte. Aber wir haben diese Worte der Kommunikation und wir haben die Worte der Anweisungen des Buddhas. Aber da kommt dann der große Schnitt zwischen den Menschen, die die Worte der Anweisungen des Buddhas wohl hören. Es gibt ja viel mehr Menschen, die sie nicht niemals hören. Aber sagen wir mal all die Menschen, die sie hören. Und dann sozusagen befriedigt nach Hause gehen. Und dann den wenigen, die sich zu Herzen nehmen und versuchen zu praktizieren. Und dieser Unterschied ist wie ein Abgrund dazwischen. Der Abgrund zwischen der Oberflächlichkeit und der Ernsthaftigkeit. Diese Worte nutzen nur, wenn sie übt, als Anweisung nimmt, als Lernsituation. Wenn uns klar wird, dass das ganze Menschenleben eine Lernsituation ist, dass wir hier sind, um zu wachsen, zu lernen und zu entwickeln, dann haben wir wenigstens einen vernünftigen Lebenssinn. Wenn wir glauben, dass wir hier sind, um es angenehm zu haben, haben wir einen ganz unvernünftigen Lebenssinn. Und einer, der unerfüllbar ist. Und darum sind die meisten Menschen recht unzufrieden, weil sie unerfüllbare Wünsche mit sich rumtragen. Sie möchten dies, jenes oder das andere. In Wirklichkeit ist dieser Wunsch des Wachstums, des Lernens, ist erfüllbar und daher zufriedenstellend. Und wenn wir einen zufriedenstellenden Wunsch haben, auch wenn er noch nicht erfüllt ist, aber jedenfalls wissen wir, dass es möglich ist, das zu erfüllen, dann haben wir schon viel mehr innere Ruhe, als wenn wir immer Dingen nachjagen, die uns gar nicht erstens mal auf lange Sicht beglücken und die wir sehr häufig auch gar nicht bekommen. Das Erste bei der Achtsamkeit auf den Körper ist mal festzustellen, was der Körper macht. Da merken wir, dass wir unendlich viele Bewegungen machen, sodass wir jederzeit die Achtsamkeit praktizieren können. Wenn wir wirklich aufpassen, was wir mit dem Körper machen, können wir nicht gleichzeitig uns auch noch Kummer und Verlangen einverleiben. Wir können nur eine Sache zur Zeit, was sehr günstig für uns ist. Aber andererseits wieder ist der Geist so ein Zauberkünstler, dass er so schnell hin und her springen kann, dass der Buddha gesagt hat, wir können 3000 Geistesmomente im Blinken eines Augenlides haben. Meistens haben wir nicht ganz so viele, aber wir können. Das heißt also, wir können eine Sekunde aufpassen, was wir machen, und die nächste Sekunde uns schon wieder überlegen, was wir lieber hätten. Und dann wieder aufpassen, was wir machen, und dann uns schon wieder überlegen, was uns eigentlich lieber wäre. Achtsamkeit hilft uns dann, von Verlangen und Kummer loszulassen, wenn wir es mal etwas länger praktizieren. Es gibt viele, viele Momente im täglichen Leben, wo nichts anderes nötig ist, als auf unsere Handlungen aufzupassen.
Gehen, stehen, sitzen, liegen, anziehen, ausziehen. Zum Beispiel beim Anziehen und beim Ausziehen. Die meisten Menschen passen überhaupt nicht drauf auf. Beim Essen. Was denkt man da die ganze Zeit? Höchstens, ob es gut schmeckt, ob man sich ein Rezept besorgen soll. Oder ob es schlecht schmeckt, wieso da so viel Kümmel dran ist oder was sonst noch. Aber das sind alles Urteile. Das ist nichts, nichts damit zu tun, achtsam zu sein. Achtsam ist die, auf den Körper, ist die Handlung des Essens. Können wir ja gleich heute mal probieren, ob das geht. Eine Sekunde kann es jeder. Der zwei Sekunden kann, der hat schon was gelernt. Ist nicht uninteressant. Denn Achtsamkeit, nicht nur, dass es uns Hass und Gier in dem Moment vollkommen verschwinden lässt für uns, sondern es bedeutet auch, dass wir einen Läuterungsprozess durchmachen. Wenn wir es länger praktizieren können, nicht nur eine Sekunde, sondern etwas länger, dann ist das ein bedeutsamer Läuterungsprozess. Ein so bedeutsamer, dass er eines Tages die Achtsamkeit zur Gewohnheit wird. Im Moment haben wir Unachtsamkeit zur Gewohnheit. Eben nur, wenn wir überleben müssen, da passen wir auf. Aber im Moment ist die Unachtsamkeit unsere Gewohnheit. Aber wir können genauso gut die Achtsamkeit zur Gewohnheit machen. Und dann fällt uns das Leben viel leichter, weil viel weniger Negativitäten hochkommen können. Viel weniger Wünsche, Hoffnungen, Pläne, Erwartungen, Enttäuschungen, Ärgernisse. Jederzeit Achtsamkeit. Und daher ist man dadurch schon eine Zuflucht für sich selber. Man hat nichts anderes im Sinn, als was wirklich gerade geschieht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Achtsamkeit und für die Meditation. Wir lernen durch die Achtsamkeit, jetzt zu sein, in diesem Moment. Und das werden wir auch noch besprechen über die Meditation, dass die meisten Menschen überhaupt nicht im Jetzt sind, sondern ganz woanders. Sie sind entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und erst wenn man Achtsamkeit übt, merkt man das, dass man gar nicht da ist. Und das heißt, wenn wir nicht da sind, verpassen wir unser ganzes Leben. Wir erdenken uns unser Leben, was wir alles in der Zukunft machen wollen und worüber wir uns in der Vergangenheit geärgert haben. Das sind so die beiden typischen Gedankenformationen. Es gibt natürlich noch andere, aber die beiden sind die allertypischsten. Was ich in der Zukunft gerne hätte und was ich in der Vergangenheit gerne nicht gehabt hätte. Das ist das Stärkste. Aber was soll denn das? Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft ist noch gar nicht da. Und wenn die Zukunft kommt, dann heißt sie nämlich Gegenwart. Die gibt's überhaupt nicht, die Zukunft. Das ist ein Fantasiegebilde. Der sich die Zukunft ausdenkt, ist niemals der, der sie erlebt. Wir verändern uns von Sekunde zu Sekunde. Allein schon, was ich erwähnt habe, der Zellenzerfall. Bei dieser Gelegenheit empfehle ich immer, und werde es auch diesmal tun, wenn man nach Hause kommt, sich ein altes Fotoalbum vorzunehmen. Vielleicht eins, was die Mutter aufgehoben hat, wo man noch nackt auf einem Bärenfell gelegen hat. Und sich das mal vor den Spiegel zu halten, sich daneben zu stellen. Und beides bin ich. Und dann die ganzen anderen Fotos dazwischendurch. In der Sandkiste, mit der Schultüte, auf dem Fahrrad, zur Lehrstelle, mit der Freundin oder dem Freund, noch verheiratet, Kinder. Und alles bin ich und dann stehe ich daneben vor dem Spiegel. Wie viel ichs? Was für Vergänglichkeit. Und nicht nur anschauen und sagen, ach Gott, war ich niedlich. Sondern mal sehen, was ist denn aus dieser Niedlichkeit geworden?
Es gibt überhaupt nur niedliche Kinder, ne? Was aus denen allen wird. Sich das mal wirklich vor Augen halten. Das sind optische Hilfsmittel, um mal die Wahrheit zu sehen und nicht immer nur zu glauben, das bin ich. Der hier mit dieser Kompaktheit und Solidität, an denen nicht zu rütteln ist, da ist seit Geburt unendlich viel gerüttelt worden. Ganz deutlich zu erkennen. Auf jedem Foto ganz was anderes. Also, ein sehr gutes Hilfsmittel. Wenn wir uns damit beschäftigen, die Wahrheit erkennen zu wollen, dann geht es nicht ohne die Achtsamkeit auf den Körper. Der Buddha hat sogar gesagt an einer anderen Stelle, in der Lehrrede über die Achtsamkeit, dass wenn man die Achtsamkeit auf den Körper nicht praktiziert, man nie der Freiheit entgegengehen kann. Also er hat die Achtsamkeit auf den Körper an erster Stelle gesetzt und sie wird auch von den vier Arten der Achtsamkeit, die hier erwähnt sind, an erster Stelle genannt. Es ist im Prinzip sogar das Einfachste. Denn der Körper ist kompakt und solide, wir können ihn anfassen und sehen und wir spüren ihn, sodass wir, wenn wir es wollen, gar keine Schwierigkeiten haben sollten, uns damit zu beschäftigen. Aber wir werden sehr bald merken, wie der Geist immer wieder abrutscht. Genau wie er es in der Meditation tut, rutscht immer wieder ab. Zurückbringen, weiter gar nichts. Ernsthaft, achtsam sein. Jeder verliert die Achtsamkeit, der nicht erleuchtet ist. In dem Moment, wo man merkt, man hat sie verloren, ist man wieder achtsam. Passt man wieder auf. Wer soll achtsam auf uns sein, wenn nicht wir selbst? Wer kann die Wahrheit in uns erkennen, wenn nicht wir selbst? Es ist im Prinzip eine einfache Übung. Es ist erstaunlich, wie wenig Menschen sich damit abgeben. Und sogar von denen, die darüber gehört und gelesen haben. Weil der Geist nämlich immerzu Abwechslung sucht. Und achtsam sein scheint keine Abwechslung zu bringen, aber das stimmt nicht. Wenn wir es einmal probieren, dann werden wir merken, dass wir mit dem Körper andauernd etwas Neues machen. Und daher wir eine Menge Abwechslung haben. Aber vielleicht genügt uns das nicht. Wir möchten gerne etwas stärkere Abwechslung haben. Daher denken wir uns dann wieder Dinge aus. Aber wir werden auch sehr schnell merken, dass Vergangenheit und Zukunft eine große Rolle spielen in unserem Denken, wenn wir durch die Meditation auch merken. Und vielleicht uns dadurch klar werden, dass so kein Leben zu erleben ist. Wir erleben es manchmal, wenn ganz starke Gefühle hochkommen. Entweder ganz starke Gefühle der Trauer oder ganz starke Gefühle der Freude. Aber diese Moment-zu-Moment-Erleben, was unser Leben eigentlich ist, das geht uns vollkommen verloren, weil wir was anderes wollen für die Zukunft oder uns noch mit der Vergangenheit rumschlagen. Das Erste ist noch populärer, was man sich alles für die Zukunft wünscht. Wer man werden möchte oder was man werden möchte. Wir sind alle schon das, was wir gerne sein möchten. Wir merken es nur nicht. Und daher müssen wir aufpassen. Und die erste und wichtigste Möglichkeit ist die Achtsamkeit auf den Körper. Ich werde die anderen Möglichkeiten der Achtsamkeit nachher noch kurz besprechen, aber ich möchte noch etwas anderes dazu sagen, bevor wir eine Meditation einlegen. Und zwar, hier ist das Wort, also ernsthaft, davon habe ich schon gesprochen, achtsam habe ich gesprochen, aber das Wort wissensklar,
wird hier erwähnt. Und das ist ein Wort, was der Buddha fast immer mit der Achtsamkeit zusammen erwähnt hat. Achtsamkeit heißt auf Pali Sati, S-A-T-I, und die Wissensklarheit heißt Sampajnana. Und die beiden hat er fast immer zusammen erwähnt. Weil die Achtsamkeit als solche ist nur erkennen. In diesem Fall, wo wir vom Körper gesprochen haben, nur erkennen, was wir tun. Und dann auch mal erkennen, wie vergänglich das alles ist. Und dann vielleicht auch mal erkennen, wie durchlässig eigentlich dieser Körper ist. Aber die Wissensklarheit ist etwas anderes und etwas sehr Hilfreiches für das tägliche Leben. Und das ist bei allen Achtsamkeitsgrundlagen zu verwenden. Wir werden es jetzt einmal für den Körper besprechen. Die Wissensklarheit besteht aus 4 Punkten. Und dadurch, wenn wir uns damit beschäftigen, machen wir unsere Reaktionen, verlangsamen wir unsere Reaktionen etwas und hüten uns vor Impulsivität, nicht vor Spontanität. Spontan ist der achtsame Mensch, aber impulsiv ist der Unachtsame. Und Impulsivität ist sehr häufig der Auftakt zu einer Unannehmlichkeit, weil es einem auch sehr häufig nachher leid tut, was man da impulsiv plötzlich gemacht oder gesagt hat. Die Wissensklarheit, da sie aus 4 Punkten besteht, beschützt uns davor, impulsiv zu handeln, mit dem Körper etwas impulsiv zu tun. Und das Erste, was wir bei der Wissensklarheit untersuchen, ist, was ist meine Absicht? Was ist der Zweck dessen, was ich hier vorhabe zu tun? Und das kann man manchmal sogar längere Zeit überlegen, so dass man Dinge im Leben fallen lässt, die keinen guten Zweck verfolgen. Sie müssen nicht unbedingt einen schlechten Zweck verfolgen, aber sie verfolgen vielleicht einen Zweck, der absolut nicht zum eigenen Glück dazu beiträgt oder zum Glück der Umwelt. Und daher kann man diese Handlungen fallen lassen. Wenn man aber sagt, der Zweck, den ich hier verfolge, ist ein guter und hilfreicher. Der Zweck, den ich mit meiner Handlung habe, ist etwas, was Wachstum bedeutet. Dann ist die nächste Überlegung, benutze ich die besten Mittel, um diesen Zweck zu erfüllen. Auch das kann Kurzüberlegung oder auch längere Überlegung sein. Man muss nicht immer gleich impulsiv handeln. Man kann auch erstmal überlegen. Und dann, wenn man feststellt, dass man wirklich die besten Mittel, die man kennt, benutzen will, dann ist die dritte Überlegung, sind Zweck und Mittel im Dhamma verankert. Das heißt, sind sie nicht gegen irgendwelche Tugendregeln. Die Tugendregeln, die davon ausgehen, dass man keine anderen Lebewesen irgendetwas Schlechtes zufügt, dass man sich selbst nichts Schlechtes zufügt, dass man davon ausgeht, dass man liebevoll und hilfreich ist. Kann man den Zweck und die Mittel in diese Kategorie einordnen? Selbstverständlich kann man dabei sehen schon, dass es eventuell etwas länger dauert, bis man da klar wird, ob man etwas machen soll. Bei ganz kleinen Handlungen braucht man keine längere Zeit. Wenn das Telefon klingelt, muss man es wohl beantworten. Aber bei größeren Handlungen ist es schon sehr hilfreich. Und dann, wenn man also festgestellt hat, dass alle drei Dinge bejahend sind, ist ein guter Zweck, hilfreich und liebevoll, Glück verbreitend, die Mittel gleich so,
Und alles liegt in der Dhamma, in der Wahrheit verankert. Und dann es ausführen und als viertes untersuchen, habe ich meinen Zweck erfüllt? Und wenn nicht, warum nicht? Und das kann sehr häufig zum Beispiel passieren, wenn man jemandem etwas sagen möchte, wo man ganz bestimmt weiß, dass man Recht hat, dass der andere das unbedingt wissen muss und dass es so nicht weitergeht. Und statt dass der andere das dann akzeptiert und sich freut, dass man ihm das sagt, wird er noch wütender. Na, da muss man sich mal überlegen, wieso eigentlich? Was habe ich falsch gemacht? Und nicht glauben, dass der mit dem anderen einfach nichts anzufangen ist, sondern was habe ich denn da falsch gemacht? Diese Wissensklarheit wirft einen natürlich wieder auf die eigene Verantwortung zurück. Und das ist etwas, was bei der Buddha-Lehre an erster Stelle steht. Zusammen mit der Achtsamkeit. Achtsamkeit wird immer als erstes erwähnt. Aber die eigene Verantwortung. Wir sind selbst verantwortlich für das, was uns geschieht. Ob wir es glauben oder nicht, ist ganz egal. Wir sollen gar nichts glauben. Wir können es untersuchen. Und diese Selbstverantwortung bezieht sich nicht nur darauf, was uns geschieht, sondern bezieht sich auch darauf, dass was aus uns heraus strömt, unsere ganze Umwelt beeinflusst. Daher haben wir Verantwortung. Verantwortung den anderen gegenüber. Die Wissensklarheit, 4 Schritte, ganz wichtig, sich zu merken. Und, nachdem man sich es nun mal gemerkt hat, was ja nicht ganz so schwierig ist, wir haben uns ja schon viel mehr gemerkt im Leben, wir sind bis oben hin mit Informationen angefüllt, vieles davon unnötig, was sich gemerkt hat, mal ausprobieren, wie sowas funktioniert. Nur dann weiß man, ob es überhaupt für einen in Frage kommt, diesen Lernweg der Spiritualität zu gehen. Selber ausprobieren. Nur dann ist man sich selbst eine Insel, sich selbst eine Zuflucht. Bevor wir jetzt zusammen meditieren werden, können wir mal aufstehen, uns die Beine strecken. Und dann werde ich etwas über die Meditation sagen. Ich habe aus dieser Lehrrede nur die erste Grundlage der Achtsamkeit erklärt, und zwar den Körper. Ich habe gesagt, dass die 4. Möglichkeit der Achtsamkeit auf die Inhalte der Gedanken ist, die wir durch das Etikettieren lernen. Aber es ist noch ein ganz anderer wichtiger Punkt, der hier in der Lehrrede angeschnitten wird und den wir jetzt auch praktizieren werden. Ich lese noch einmal kurz vor die Worte. Das erste war Körper, ja? Und das zweite war, wenn man bei der Betrachtung der Gefühle, bei den Gefühlen weilt. Das ist die 2. Grundlage der Achtsamkeit. Es gibt im Ganzen 4. Unsere Gefühle sind hier die Emotionen. Und sie sind natürlich ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens. Sie sind im Prinzip die Grundlage unseres Innenlebens. Und die Emotionen werden durch unsere Gedanken hervorgerufen, aber auch durch andere Anlässe. Die werden durch Sinneskontakte hervorgerufen, die Emotionen. Die durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Berühren, aber auch durch Denken. Und diese Emotionen, die wir haben, sind vielfältig. Und sehr häufig sehr unheilsam.
Und im Allgemeinen, was die Menschheit mit ihren unheilsamen Emotionen macht, ist, sie rechtfertigen sie. Man ist ärgerlich, weil jemand ekelhaft war. Also muss man ärgerlich sein. Das ist im Prinzip ein dummer Witz. Man muss gar nicht ärgerlich sein. Man ist ärgerlich, aber man muss nicht. Und das ist der große Unterschied zwischen jemand, der ernsthaft übt, und demjenigen, der einfach die Dinge laufen lässt, so wie sie sind. Das glaubt die Menschheit im Allgemeinen, dass man muss sich ärgern, wenn etwas nicht so läuft, wie man es gern hat. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass man eine Wahl hat. Und wenn man wirklich einmal glücklich werden will und inneren Frieden finden will, dann muss man verstehen, die richtige Wahl zu treffen. Und nicht mehr die unheilsamen Emotionen zu rechtfertigen. Jeder hat die unheilsamen Emotionen in sich und die heilsamen. Wir können wählen. Die meisten Menschen verstehen nicht zu wählen. Wieso? Erstens einmal, weil sie nicht davon gehört haben, dass man das kann. Und zweitens mal, weil sie nicht geübt darin sind. Sie sind einfach darin geübt, alles so zu machen, zu reagieren, wie es immer schon gewesen ist, wie es alle anderen auch machen, wie es impulsiv hochkommt. Diese Übung, dass wir nicht so zu reagieren brauchen, wie wir es immer gemacht haben, ist auch meditativ. Und das werden wir jetzt auch gleich machen. Es ist eine geleitete, liebende Güte-Meditation, wo es viele verschiedene Arten gibt, aber wir können natürlich nur eine zur Zeit machen. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die heilsamen Emotionen in sich wachzurufen. Wir nennen es liebende Güte, weil das Pali-Wort dafür Metta ist, was so im Allgemeinen übersetzt wird. Wir können es übersetzen an sich, wie es uns Spaß macht. Es ist das Heilsame, die heilsamen Emotionen. Und wir haben vielleicht selber schon einmal gemerkt, dass wenn die unheilsamen Emotionen hochkommen, so wie Ärger, Widerwillen, Übelwollen, Ablehnung, Neid, Stolz, dass wir uns da nicht sehr gut dabei fühlen. Sollten wir das mal gemerkt haben, dann ist es vielleicht der Moment gekommen, wo wir uns selber klar darüber werden, dass es total unnötig ist, sich selbst nicht gut fühlen zu machen. Wenn einem das mal klar wird, dass man das allein selber in der Hand hat, nämlich selbst zu sich eine Zuflucht sein kann, selbst eine Insel für sich sein kann, dann wird man vielleicht Schritte unternehmen. Diese Schritte werden nicht sofort erfolgreich sein. Das ist nicht zu erwarten. Alles, was man lernt, muss man üben. Ob man Fahrrad fahren lernt oder Skilaufen oder meditieren oder schreiben und lesen, alles muss man üben. Manche Dinge haben wir schon so lange geübt, dass wir uns gar nicht mehr daran erinnern können, dass wir es mal nicht konnten. Zum Beispiel lesen und schreiben. Aber viele Menschen können sich auch gar nicht daran erinnern, dass es möglich ist, sich nicht zu ärgern, weil sie es noch gar nicht geübt haben. Und wäre es nicht vernünftig, mal das zu üben, was einen selbst und andere beglückt, als statt das immer zu üben, was einen selbst und andere zum Unglück führt? Es ist nichts anderes wie üben. Es gibt keine Berechtigung dafür und keine Rechtfertigung, sich zu ärgern. Das bedeutet nicht, dass es nichts Falsches und Schlechtes gibt. Natürlich gibt es das. Aber wo steht geschrieben, dass wir uns ärgern müssen darüber? Und wo steht geschrieben, dass wir es ablehnen müssen? Oder dass wir Übelwollen in uns selber empfinden? Wenn es etwas Schlechtes gibt in unserer Umgebung, dass wir effektiv die Fähigkeit haben, zu berichten,
Na, dann sollen wir es tun. Im Allgemeinen haben wir sie nicht. Denn jeder ist sich selbst eine Insel, für sich selbst eine Zuflucht. Sollte es doch der Zufall wollen, dass wir eine Möglichkeit und Fähigkeit haben, etwas zu berichten, natürlich, warum nicht? Anderen Menschen hilfreich sein ist sehr wichtig. Aber deswegen braucht man sich doch nicht ablehnend, übelwollend und ärgerlich zu benehmen. Im Gegenteil, die Übung bedeutet, dass wir außerhalb der Meditation, die wir jetzt machen werden, tagtäglich von morgens bis abends die Möglichkeit haben, den Menschen, denen wir begegnen, ein liebevolles Gefühl gegenüberzubringen. Und zwar sozusagen nicht, weil diese Menschen so liebenswert sind, sondern weil wir die Liebesfähigkeit unseres Herzens erweitern wollen. Ob die Menschen liebenswert sind oder nicht, ist unsere eigene Beurteilung und im Allgemeinen Verurteilung. Und stimmen tut sie bestimmt nicht. Denn solange wir noch mit Hindernissen in uns selbst zu tun haben, können wir weder unser eigenes Heil noch das Heil anderer erkennen. Ob die liebenswert sind oder nicht, ist doch gar nicht wichtig. Wie liebenswert sind wir denn selbst? Können wir sie vielleicht auf die gleiche Stufe stellen wie uns selbst? Müssen wir beurteilen und verurteilen? Müssen wir uns als Richter aufspielen? Ist doch gar nicht nötig. Das macht doch nur Unheil in uns selber. Wozu Unheil schaffen? Wieso nicht Heil schaffen? Ist doch viel einfacher. Das Leben läuft doch viel besser, wenn wir Heil schaffen statt Unheil. Jeder Mensch möchte doch gerne heil sein. Na, das müssen wir dann machen. Müssen wir uns heil machen. Und das, was aus uns heraus fließt, fließt in unsere Umgebung. Wir nennen das immer so nett die Ausstrahlung, die jemand hat. Na und? Was strahlen wir selber aus? Irgendwas strahlt, ne? Es kann aber auch Unheil sein, das strahlt. Es könnte natürlich auch Heil sein, was strahlt. Was wollen wir gerne ausstrahlen? Wollen wir uns mal bemühen oder wollen wir weiter so reagieren, wie wir es immer getan haben, nämlich impulsiv und instinktiv? Instinktiv reagieren wir auf das, was uns nicht gefällt, weil ein unangenehmes Gefühl hochkommt, mit Ablehnung. Das sind unsere Instinkte. Aber um der menschlichen Problematik einmal zu entgehen und diese Tiefen des Menschseins zu transzendieren, ist der Instinkt nicht geeignet. Erst das Erste, was wir brauchen, ist Vernunft, gesunden Menschenverstand. Den sollen wir erstmal walten lassen. Wenn wir diesen gesunden Menschenverstand benutzen, dann wird uns einiges klar werden, wozu dies oder jenes nötig ist. Vernunft ist absolut notwendig auf dem spirituellen Pfad. Wir brauchen uns nicht einzureden, dass wenn wir spirituell sein wollen, dass wir in höheren Regionen herumschweben. Erstmal Vernunft und gesunden Menschenverstand. Was will ich eigentlich vom Leben? Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Ne, was habe ich vor damit? Will ich mich weiter ärgern? Will ich weiter das bekommen, was ich glaube, was mir gefällt, und alles ablehnen, was ich glaube, was mir nicht gefällt? Will ich mich weiter mit meinem Geist rumschlagen, der andauernd irgendwelche Geschichten erzählt? Oder möchte ich gerne Ruhe und Frieden? Was möchte ich? Und da gibt es im Prinzip keinen Mittelweg. Da gibt es nur entweder oder. Entweder ich mache so weiter, wie die ganze Menschheit macht, oder jedenfalls fast die ganze, muss man schon sagen, fast. Oder aber ich schlage neue Wege ein und sehe neue Möglichkeiten in mir selbst. Wir haben unendliches Potenzial als Menschen. Aber verwirklichen tun das nur ganz wenige. Auf allen Ebenen. Nicht nur auf der emotionellen, auf der glückbringenden, auf der heilsamen und heiligen Ebene, sondern auch auf allen anderen Ebenen. Und wieso? Weil wir sehr viel davon abhängig sind, was um uns herum vorgeht. Das, was um uns herum vorgeht, ist genauso menschlich wie wir selber. Also niemals vollkommen. Höchst unvollkommen.
Erst wenn wir die menschliche Ebene der Emotionen transzendieren, dann kommen wir einer gewissen Vollkommenheit näher. Und das ist die Sehnsucht, die an sich jeder Mensch in sich trägt. Eine Sehnsucht nach Vollkommenheit. Wie immer sie auch ausgedrückt wird. Manche glauben, wenn man viel auf Reisen geht, dann wird man es finden. Manche glauben, wenn man einen richtigen Partner findet, versuchen so oft, dass sie endlich mal merken müssen, dass es nicht stimmt, dass man da die Vollkommenheit findet. Manche glauben, wenn sie einen anderen Job sich aneignen könnten, dann hätten sie Vollkommenheit. Manche glauben, andere Diät, andere Yoga, andere Lehrer, schöner meditieren, so hieß ein Zeitungsartikel. Nichts davon ist Vollkommenheit. Die Vollkommenheit ist in uns selbst. Sie ist dort und unterschwellig weiß das jeder. Er traut sich sehr häufig nicht ran. Dazu braucht man Mut, weil man eine Insel für sich selbst sein muss, bei sich selbst Zuflucht finden, Selbstverantwortung übernehmen. Und es fehlen auch sehr häufig irgendwelche Anweisungen, um sich daran zu machen. Aber unterschwellig wissen wir alle, es gibt etwas, was vollkommen ist. Und wir alle haben es in uns. Aber solange wir uns ärgern und ablehnend sind, Widerwillen haben, Übelwollen haben, das Schlechte mit Ärger rechtfertigen. Das heißt also, dass wenn was schlecht ist, müssen wir sich ja ärgern. Oder wenn einer uns zu nahe kommt, dann muss man sich ja ärgern. Solange wir das in uns haben, können wir nichts Vollkommenes finden. Das Vollkommene ist nicht in einzelne Teile geteilt, in Kästchen, wo es nur dann zum Vorschein kommt, wenn alles um uns herum wunderbar läuft. Es ist in uns, im Ganzen. Und es liegt einzig und allein an uns, wie wir es finden und ob wir es finden. Die Meditation ist das Mittel zum Zweck, nicht der Zweck an sich, aber es ist ein unumgänglich notwendiges Mittel. Ohne das geht's nicht. Denn nur in der Meditation haben wir die Ruhe und die Möglichkeit, einmal zu erkennen, was sich da in uns abspielt. Und wenn wir das erkennen, dann wissen wir auch sofort, wieso es keinen Frieden auf der Welt gibt. Wir sind die Welt. Nicht hinter der nächsten Grenze oder im nächsten Städtlein. Wir sind's. Jeder von uns. Und wir machen entweder Frieden oder Unfrieden. Und das, was wir in uns empfinden, ist entweder Frieden oder Unfrieden. Und es gibt keine Berechtigung. Es gibt nur die Menschlichkeit. Jeder hat es in sich. Jeder kann beides. Und wir haben auch schon beides geübt. Es ist aber total unnötig, beides zu üben. Wir können bei einem bleiben. Bei dem, was Frieden und Glück bringt. Und je mehr wir davon in uns haben, desto mehr hat die Welt. Wenn mehr Menschen Frieden in sich haben, desto mehr Frieden existiert in der Welt. Und es hat sogar immer, seitdem wir die Menschheitsgeschichte kennen, von Einzelnen abgehangen. Es war immer abhängig von Einzelnen, die das in sich geschaffen haben. Es wird nie so sein, dass alle es machen. Die meisten sind vielleicht gar nicht interessiert. Oder aber, wenn sie interessiert sind, glauben sie doch, dass man es da irgendwo in der Welt finden kann und nicht in sich selber. Oder aber es wird geglaubt, ja, aber man muss doch. Was immer es sein, was man muss. Man muss gar nichts. Man hat freie Wahl, was man macht. Und das ist das Schöne, das Grandiose an der Lehre des Buddhas, dass er uns unsere freie Wahl zeigt und uns auch zeigt, wie es zu machen ist und uns dann sagt, er sei selber nur der Wegweiser. Wir müssen selber den Weg gehen. Wegweiser sind hilfreich. Da vorne an der Ecke steht dran Uttenbühl, da weiß man, man ist da. Aber um dahin zu kommen, zu diesem Wegweiser, hat man sich wohl selber erst auf den Weg machen müssen.
Das ging nicht von alleine. Das muss man selber machen.